Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich bin hier wieder mal auf einem Server. Bitte, diesen Server kennt ihr. Darüber habe ich vor ein paar Videos den mal vorgestellt. Ich bin jedoch nicht so viel, wie ich dachte, da ich einfach keine Zeit dazu finde, hier drauf zu spielen. Ich wundere mich selber sogar noch, dass ich als 12. gelistet bin. Um ehrlich zu sein. Ja. Worüber ich mit euch reden wollte, komme ich mal direkt auf den Punkt. Ich überlege, ob ich vielleicht meinen Namen, also meinen YouTube-Namen ändern sollte. Nämlich, dass ich meinen Namen als Schuki-RP12 ändere. Das bedeutet natürlich, werde ich auch dann wahrscheinlich meinen Minecraft-Namen ändern und ja, eigentlich nur mein Minecraft-Name und mein Instagram-Name ändern. Genau. Darum würde ich euch bitten, mal eure Meinung darüber zu sagen, ob ich meinen Namen ändern sollte oder den behalten sollte, und wenn ich den ändern sollte, was für einen Alternativnamen ihr vielleicht vorschlagen könntet. Der Grund, warum ich darüber jetzt nachdenke, ist einfach der, da ich jetzt seit so langer Zeit diesen Namen trage, der auch wirklich für mich eine teils Bedeutung hat, schon eigentlich. Trotz allem ist er nicht gerade schön, bzw. gut, finde ich, den man sich leicht finden kann. Daher würde ich euch bitten, wenn ihr meint, dass ich meinen Namen ändern sollte, aufzupassen, dass es ein einfacher Name ist, den man auch gut aussprechen kann. Dass der Name nicht zu lang ist. Und dann noch würde ich euch bitten, dass der Name vielleicht kein Sonderzeichen mehr hat. Ja, das wären meine Bitten an euch. Ich zwinge hier natürlich niemanden, da mitzumachen. Würde mich allerdings trotzdem freuen und natürlich nur ernste Namenvorschläge zu einzutragen. Wenn ihr nämlich da irgendwelche Beleidigungen Sachen einschreibt als Kommentar, will ich das natürlich direkt ablehnen. Ja, daher würde ich euch bitten, wirklich dort ernst zu bleiben und das ernst zu nehmen. Genau. Ja. Was noch so los ist. Ich weiß, dass bei mir in der Zeit eher weniger etwas kommt, oder ich allgemein nicht so viel zocke allgemein. Aber das liegt einfach nur daran, dass ich erstens keinen richtig vernünftigen Server finden kann, wo ich wirklich mich drauf freuen kann, mit den Usern zu spielen, weil hier habe ich nichts mit denen zu tun. Da hier laufe ich einfach nur herum und mache nichts. Ja. Also ich habe keinen richtigen Server, wo ich drauf spielen kann, sag mal so. Genau. Dann gibt es noch die Sache, ihr wisst ja, dass ich einen eigenen Discord-Server mir jetzt erstellt habe. Habe ich ja mal ein extra Video zugemacht. Ja. Und ich finde ja schon etwas schade, dass nur so wenige dann drauf kommen auf dem Discord. Daher
würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr drauf kommt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, da ich ein Casino-Bot, beziehungsweise mal ein Bot, womit ihr Geld verdienen könnt, auf dem Discord draufgeholt habe, habt ihr da natürlich auch die Möglichkeit, dann mit dem Geld, was ihr euch dort halt euch sozusagen verdient habt, auch etwas zu kaufen. Das wäre nämlich einmal, lasst mich einmal noch mal kurz nachschauen. Einmal VIP für 100.000. Ja, ich sag mal Währung. Ich glaube, ich werde auch noch mal eine festen Namen für die Währung machen. Vielleicht auch Schokoriegel. Mache ich einfach das Geldzeichen eine Schokoladentafel. Abgeschlossen. Ja. Und ja, dann könnt ihr euch noch für 1 Million Credits, ja, ich sage jetzt einfach mal Credits, YouTube-Moderator euch kaufen. Ich habe den Preis extra so hoch gemacht, da ich ihr nicht jeden x-beliebigen Ding Posten geben will. Und ich möchte euch hier jetzt auch noch einmal sagen, die beiden Sachen sind nicht für immer. Die sind nur für eine begrenzte Zeit lang. Genau. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr euch die beiden Sachen euch holen. Wenn ihr da auch noch mal weitere Vorschläge habt, was ich da einfügen noch könnte, könnt ihr das natürlich auch weiterhin in die Kommentare reinschreiben. Oder mich über Discord Server erreichen. Oder anschreiben besser. Genau. Ja, genau so wie ihr dort auch ein Ticket machen könnt, um euch dann dort auch nochmal zum Teammitglied bewerben. Ihr habt da eigentlich nur wirklich die Aufgabe, darauf zu achten, dass die User sich an das Regelwerk oder sich benehmen. Mehr habt ihr eigentlich nichts zu erledigen oder beauftragen. Nicht beauftragen, zu überwachen. Ja. Und da könnt ihr einfach das machen, euch bewerben und dann werde ich das mit Markus ein paar kennt ihn vielleicht noch, ein paar auch nicht, den eine Person, die ich halt über Sabas kennengelernt habe, habe ich Admin dort gemacht. Ja. Und dann schaue ich mit ihnen die an und dann entscheiden wir. Oder ich selber. Kommt drauf an, wie viel Zeit er hat. Ja. Genau. Ja, also ich würde mich halt sehr freuen, wenn ihr drauf kommen würdet und wenn ihr auch eure Idee reinschreiben könnte, was ich daran vielleicht noch verbessern könnte oder auch noch weitere Ideen oder Vorschläge oder eure Meinung von wegen Namensänderung zu geben. Genau. Von daher würde ich mich jetzt von diesem Video verabschieden und hoffen, dass es euch ja, gefallen hat. Und lasst gerne eine Bewertung über das Video da. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder was auch immer, wann ihr das Video euch anschaut. Tschö, mit Ö.